Mein Appell vor allem an die sozialdemokratischen KollegInnen. Stimmen Sie morgen für unsere Änderungsanträge. Machen Sie mit uns den Haushalt klimakonform. Im Haushalt ist die EU nicht zukunftsfähig. Deshalb brauchen wir jetzt ein Update. Klimaneutralität bis 2050, die sozialen Folgen der Wirtschaftskrise, mehr sicherheitspolitische Verantwortung, der industriepolitische Wettbewerb mit den USA und China, aktive Partnerschaften auf dem Balkan und dem afrikanischen Kontinent, die Digitalisierung, das Artensterben. Die Herausforderungen sind groß. Die Antworten auf die großen Fragen müssen europäisch sein. Deshalb ist es an der Zeit, aus Sonntagsreden konkrete und in Zahlen gegossene Politik zu machen. Wir brauchen eine Revision des Finanzrahmens, um gemeinsame europäische Prioritäten auskömmlich zu finanzieren. Aber es geht nicht einfach nur um mehr Geld. Es geht auch um die Qualität der Ausgaben. Noch immer wird viel zu viel europäisches Geld klimaschädlich ausgegeben. Durch unseren EU-Haushalt tragen wir dazu bei, dass klimaschädliche Infrastruktur gefördert wird und das Artensterben voranschreitet. Wir müssen unsere Klimaquoten verbindlicher machen. Nichteinhaltung muss stärkere Konsequenzen haben. Und wir müssen klimaschädliche Subventionen aus dem Haushalt streichen. Deshalb haben wir gemeinsam mit den Liberalen zu dem heutigen Bericht konkrete Änderungsvorschläge vorgelegt. Und mein Appell soll in den letzten Stunden vor der Abstellung vor allem an die sozialdemokratischen KollegInnen hier im Haus gehen. Sie sind das Zünglein an der Waage. Stimmen Sie morgen für unsere Änderungsanträge. Stimmen Sie für eine bessere Klimafinanzierung. Machen Sie mit uns den Haushalt klimakonform. Vielen Dank.